Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, heute geht es nicht nur um das Schmuckstück, sondern um den Ford Mustang GT. Da habe ich euch ja gestern schon mal in der Vorschau gezeigt, wie man mit dem Schmuckstück von 0 auf 100 beschleunigen kann. Jetzt geht es darum, dass wir uns das Auto von innen und von außen angucken. Was es mit dem Teil hier auf sich hat, da kommen wir dann hinten am Fahrzeug nochmal dazu. Ihr könnt mir gerne wieder live eure Fragen stellen, die ich dann auch wieder beantworten werde. Dann gehen wir nochmal zu mir an den Rechner, machen ein Finanzierungs- und Leasingbeispiel. Und ja, ganz zum Schluss habe ich auch nochmal ein kleines Highlight, eine kleine Überraschung quasi für euch. Wir haben nämlich einen frischen Neuzugang und ja, den werden wir uns nachher nochmal kurz anschauen. Und dann sage ich schon mal viel Spaß, bis nachher. So, wir haben hier einmal den Mustang GT. Und bevor ich jetzt mal anfange, sage ich mal so, dass ich ja immer gerne mal so ein paar Quizfragen mit einstreue. Für diejenigen, die unser Vorbereitungsvideo schon gesehen haben, wissen vielleicht auch, ja, wie viel Newtonmeter das Fahrzeug hat, wie viel PS. Ja, das könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, aber ich würde gerne mal von euch wissen, wie viel Newtonmeter hat der 5 Liter V8 bei Mustang? Das ist schon mal die erste Frage, die ihr dann gerne einfach unten reinschreiben könnt. Und die zweite Frage, da müsst ihr aber natürlich dranbleiben und einfach mal mitschauen und mitzählen, ist nämlich, wie viele Ponys wir an dem Fahrzeug haben. Ja, also das zeige ich euch dann natürlich auch gerne. Wir haben hier einmal in den LED-Scheinwerfern. An der Seite sieht man jetzt schlecht, da, ich mache mal einen Schatten drüber, da haben wir schon mal ein Pony. Und dann haben wir natürlich hier vorne in dem Grill auch nochmal das Pony verbaut. Also man sieht gleich im Rückspiegel auf der Autobahn, was man da hinter sich hat. Und hier ist das wunderbare Schmuckstück, das Herz der V8, 5 Liter V8. Und meine Frage war eben an euch, wie viel Newtonmeter Drehmoment dieses Aggregat hier hat. PS verrate ich euch schon mal. Wir haben hier 450 PS bei dem Auto. Und ja, Newtonmeter, Drehmoment, könnt ihr gerne einfach mal unten reinschreiben. Ich stelle euch gerade mal hier unten hin, mache die Motorhaube mal zu. Weil dieses Fahrzeug hat so eine mega Form. Das muss ich euch nochmal hier zeigen. Also hier sehen wir nochmal die Luft. Ein- bzw. Auslässe, dann haben wir hier am Rand ja nochmal so das Ganze schön abgesetzt. Ne? Die ganze Form ist schön windschnittig gehalten bei dem Auto. Ja, und weil keiner mitmachen möchte und mir beantworten will, wie viel Newtonmeter das Auto hat, verrate ich es euch. Wir haben hier 529 Newtonmeter bei dem Auto und genau, wie gesagt, die 450 PS, da kommen wir mit einem Durchschnittsverbrauch von um die 12 bis 13 Liter hin. Ja, dann haben wir hier die schönen 19 Zoll Felgen in Schwarz. Haben jetzt hier vorne die 255er Reifen drauf. Ja, hinten ist das Ganze noch mal ein bisschen breiter. Ja, dann, wer noch am Zählen ist, hier haben wir dann auch wieder ein Pony. Dann haben wir hier das 5.0er Logo. Also daran kann man gut erkennen, na, was für ein Auto das hier jetzt ist, was für ein Motor verbaut ist. Es gibt ja auch noch den 2,3 Liter Motor mit 290 PS und der hat 450 Newtonmeter, also auch ordentlich Druck. Ja, Höchstgeschwindigkeit bei den Fahrzeugen ist dann bei dem kleinen Motor 230 km/h und bei dem haben wir dann 250 Spitze. Was ich mega geil finde, das würde ich jetzt aber nicht dazu zählen zu der Frage, wie viele Ponys an dem Fahrzeug dran sind, ist einmal hier die Einstiegsbeleuchtung. Ich hoffe, das kann man ganz gut erkennen. Und zwar kommt das aus dem Spiegel raus in Form von einem Pony. Und hier haben wir dann nochmal im Einstieg, Türeinstieg, das Mustang-Zeichen, das ist auch beleuchtet. Und dann da nochmal ein kleines Rennpferd. So, dann stelle ich euch gerade mal zur Seite und zeige euch mal, wie so das Platzangebot in dem Fahrzeug ist. Weil viele sagen ja immer, ach, Sportcoupé, da ist doch gar kein Platz. Also ich bin jetzt 1,80 wäre gelogen, 1,75 groß. Hab mir jetzt den Sitz schon mal, elektrisch natürlich hier,
so eingestellt, dass ich bequem sitzen kann. Auch hier von vorne, von der Sitzhaltung für den Rücken, optimal. Und dann kann man hier einmal die Rückenlehne umklappen. Und wenn ich jetzt die Rückenlehne nach hinten packe, habe ich trotzdem noch genug Beinfreiheit. Also 1,70 groß bin ich. Für mich passt das jetzt hier. Genau. So. Sportlich sollte man natürlich trotzdem sein bei dem Auto. Jetzt kommen wir zu dem Kollegen hier. Und zwar das Kofferraumvolumen bei dem Auto. Da haben wir ein Kofferraumvolumen von knappen 350 bis 400 Liter. Hier haben wir nochmal die Felgen. Und dann schauen wir uns doch mal den Kofferraum an. So, bevor wir den aufmachen, hier haben wir nochmal ein GT-Badge. Das ist bei dem kleinen Mustang dann ein Pony. Hier haben wir dann die Rückfahrkamera verbaut. Die kann ich euch dann auch gleich gerne von drinnen nochmal zeigen. Ansonsten, was haben wir hier an dem Fahrzeug? Wir haben auch Parkkontrollsensoren hinten. Und dann gibt es hier den Geheimknopf für die Klappe. Springt dann auf. So, und da habe ich schon mal ein bisschen gebaut, ne, weil viele sagen, hier ist kein Platz. Also wir haben hier so super schöne Kinderstühle. Da passen 4 Stück von rein. Und dann haben wir natürlich hier unsere Catcars. Passen auch nochmal 2 Stück rein. Also Platz ist in dem Mustang entweder für Kinderspielsachen, Bierkästen, Wasserkästen, was auch immer. Genug Platz ist dabei. Dann haben wir hier den Subwoofer von der B&O Soundanlage. Das ist dann immer serienmäßig in den Premium-Paketen. Und natürlich auch hier wieder mal die wichtigere Musik. Noch wichtiger als die B&O Soundanlage. Das ist der Auspuff. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal reinhören, was da so hinten rauskommt. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal vorne erstmal ins Fahrzeug rein. So, also hier auch wieder die Ledersitze, ne, auch Beifahrerseite, beides elektrisch verstellbar. Die Rückenlehne ist manuell, liegt daran, dass man dann eben das Ganze schneller und einfacher einstellen kann. Und ja, so, jetzt sind wir hier im Cockpit. Ich mal gucken, dass hier nicht runterfällt. Also hier haben wir das FordSync 3 verbaut bei dem Fahrzeug. Funktioniert alles mit Touch. Bei Mustang haben wir dann auch hier die Besonderheit, dass man auch die Klimaanlage eben über das Display steuern kann. Nicht nur hier unten, sondern eben auch über das Display. Wir haben dann hier die Möglichkeit, ein Telefon zu verbinden, Navigation, einmal als großes Display oder halt dann eben auch über den Home-Button. Können wir uns dann alles anzeigen lassen. Also welchen Radiosender höre ich, welches Telefon ist verbunden und eben dann auch hier die Karte. Ja, ansonsten haben wir hier den Engine-Button, ne? Start-Stopp. Also hier ist nichts mit Schlüssel rein und umdrehen, sondern das ist der Lustknopf quasi für dieses Fahrzeug. Und zwar geht es dann richtig vorwärts. Schauen wir uns gleich an. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ja, wir haben hier noch verschiedene Einstellmöglichkeiten fürs Display. Wir haben einmal einen Spurhalteassistent. Wir haben hier auch serienmäßig verbaut ein Abstandsregeltempomat. Also der hält dann auch zum Vordermann den Abstand. Ja, was haben wir hier? Die Pony-Taste. Darüber können wir dann verschiedene Dinge, zum Beispiel den Auspuffklang von leise in Normal, Sport oder Rennstrecke einstellen. Dann haben wir hier die Track-Apps. Ja, hier haben wir einen Beschleunigungstimer, einen Bremsleistungsanzeiger. Also der misst dann einfach, okay, wie ist mein Fahrverhalten oder wie bremse ich, ne? Mit welcher Effizienz, das ist dann alles hier mit drin. Ich kann auch Rundenzeiten mitrechnen und Startoptionen, ja, das ist, wenn man Nachbarn hat, das war was anderes, genau, da haben wir hier einmal Track Race Countdown und Rennstrecken Countdown. Aber es gibt auch noch eben einen leisen Start und zwar für den Auspuffklang, dass man eben die Nachbarn morgens nicht weckt. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob irgendeiner Lust hat und mal hören möchte, wie sich das Ding anhört.
Ich würde mal sagen, ich packe euch einfach mal hier hinten hin. Und dann könnt ihr da einfach mal reinschauen. Hier ist übrigens die Klappe. Der ist jetzt auf leise eingestellt. Und da könnt ihr ja gleich mal gucken, wenn ich die Klappe auf Sport mache, ja, wie sich das Ganze verändert. Müsstet ihr dann auch sehen, dass die Klappe aufgeht. Bis gleich. Einfach dieses Knallen, das ist so geil. Ah, Wahnsinn. Von was man so alles Gänsehaut bekommen kann. Ja, also, da würde ich doch mal sagen, konnte ich euch hoffentlich schon mal einen guten Einblick zu dem Fahrzeug, zu dem Mustang GT V8 5 Liter geben, so den ersten Einblick.